So, willkommen und moin moin zu einer neuen Lesung von Herrscher des Bösen, Rulers of Evil. Dieses wird dann bereits der nächste Teil, in dem es um Kapitel 18 und 19 geht. Werd mal sehen, wie weit ich genau komme. Ich warte noch auf die weiteren Übersetzungen von Andreas, der sich jetzt an den Rest gemacht hat, bis Kapitel 25 zu übersetzen und habe 18 und 19 vorbereiten können für die nächste Lesung. Wo ich ja gesagt hatte, im letzten Teil, diese Intrige, ein Plan, New England mit billigem Tee zu überschwemmen, ist der Gegenstand des nächsten Kapitels. Da geht es um The Stimulating Effects of Tea, also die stimulierenden Effekte des Tees. Also, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Herrscher des Bösen. Die East India Company, East India Trading Company, ist ja wahrscheinlich jedem irgendwo ein Begriff, war ein bedeutender Unterstützer der jesuitischen Mission zu Peking. Die Jesuiten wiederum setzten bei den orientalischen Monarchen durch, dieser Firma lukrative Handelsvorteile zu sichern, die Monopole auf Tee, auf Gewürze, auf Salpeter, das man für Sprengstoff gebraucht, Seide und den Welthandel mit Opium beinhalteten. Ja, wir erinnern uns alle an den Opiumkrieg mit China, hä? Gemäß Reeds Buch Commerce and Conquest, The Story of the Honorable East India Company, ich weiß nicht, was an der so ehrbar ist, scheint die Firma ihre bloße Existenz tatsächlich der Gesellschaft Jesu zu verdanken. Wie es dazu kam, ist einen Exkurs wert. Und hier muss ich mal eben einwerfen, dass es natürlich die Jesuiten sind, die im Grunde den Welthandel auch unter sich aufgeteilt haben. Das lesen wir auch wieder in Offenbarung. Und zwar lesen wir ja in Offenbarung 18, Vers 11, Zitat: Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Die Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte von köstlichem Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimmet und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Semmelmehl und Weizen und Lasttiere und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Offenbarung 18, Vers 11 bis 13. Da lesen wir, wer den Handel der Welt im Grunde hat. Und das sind die Jesuiten und eine ihrer mächtigsten Handelsgesellschaften, zumindest zu damaliger Zeit, war die East India Trading Company. Der mächtigste politische Attaché der East India Company war Robert Petty. Den hatten wir ja vorher schon mal gehört, Lord Shelburne. Wir erinnern uns an Shelburne als den Jesuiten vom Berkeley Square, der im Jahre 1763 mit Lord Bute arbeitete, um den Siebenjährigen Krieg in Nordamerika, den Französisch-Indianischen Krieg, mit dem Pariser Friedensvertrag zu beenden, der England von den europäischen Allianzen isolierte, also allein dastehen ließ, und die Amerikaner über die westlichen Länder verärgerte. Im Auftrag der East India Company machte Shelburne mit den Freunden des Königs gemeinsame Sache bei einem Komplott, das darauf abzielte, den relativen Frieden zu stören, der zwischen den amerikanischen Kaufleuten und England seit der Rücknahme der Townshend Acts im Jahre 1770 herrschte. Jetzt machen wir eben einen kleinen Sprung von der East India Company weg, da kehren wir später noch drauf zurück. Aber dann, am 21. Juli 1773, so fährt Tapassors hier in dem Buch fort, schaffte Ganganelli, bekannt als Papst Clemens XIV. Oder Antichrist Clemens XIV., die Jesuiten für alle Ewigkeit ab, am 21. Juli 1773. Sein Schriftstück über die Trennung von den Jesuiten trägt den Titel Dominus ac Redemptor Noster, der üblicherweise als Gott und unser Erlöser übersetzt wird. Wir sollten bemerken, dass Redemptor auch Steuereintreiber heißt. Wenn man bedenkt, dass der tatsächliche Effekt dieses Schriftstücks auf lange Sicht ein dramatischer Anstieg der päpstlichen Einkünfte aus dem neuen febronianischen Amerika war, ist vielleicht Gott und unser Steuereintreiber eine passendere Übersetzung, wenn nicht sogar die beabsichtigte. Und hier muss ich mal eben zufügen: Wer von euch hat schon mal von Karen Hoodes gehört?
Einige vielleicht nicht, weil die Videos sind meines Erachtens alle nur in Englisch verfügbar. Aber Karen Hudes war eine höhere Mitarbeiterin in der World Bank und ist heutzutage bekannt als eine sogenannte Whistleblowerin. Ja? Also jemand, der Geheimnisse aus diesen hohen Kreisen verrät. Und Karen Hudes hat bestätigt, was viele schon vermutet hatten, dass 60% der Einkommenssteuer der Amerikaner heutzutage direkt zu dem Jesuitenorden gehen. Und wenn man das weiß und man liest Tapasosis Buch hier und versteht, dass diese Bulle Dominus ac Redemptor eben auch als Gott und unser Steuereintreiber gelesen werden könnte, die Jesuiten als die Steuereintreiber für den Vatikan, dann erscheint das alles in einem modernen, aber doch ganz anderen und viel deutlicherem Licht als Tapassorsi das hier 1996, als er das Buch wohl beendet hatte ungefähr, beschreiben konnte. Nun, obwohl die katholische Geschichtsschreibung die Auflösung als eine überaus große Tragödie verzeichnet, nannte John Carroll sie zutreffender die Säkularisierung der Gesellschaft Jesu. Das habe ich ja auch schon verschiedene Male angeholt, dass es genau darum ging, die Gesellschaft Jesu, diesen monastischen Orden, einen militärischen Orden der römisch-katholischen Kirche, zu säkularisieren. Tausende Jesuiten machten sich nun einen Namen in der westlichen Welt in den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Regierung. Wir haben bereits gesehen, fährt Tapassorsi fort, wie Professor Joseph Ignace Guillotin von der Hochschule in Bordeaux Arzt wurde und Frankreich die Enthauptungsmaschine brachte. Die Guillotine kommt von Joseph Ignace Guillotin, die nach ihm benannt ist. Adam Weishaupt, oder Adam Weishaupt, um ihn deutsch auszusprechen, den Namen, der am Jesuitenkolleg in Ingolstadt abgelehnt worden war, allerdings erst 1785, konnte die leidenschaftlichsten Elemente der europäischen Rosenkreuz-Freimaurer für einen neuen geheimen Kult in Bayern gewinnen. Seine Illuminati, deren Schleier eventuell deshalb gelüftet worden sind, um die öffentliche Meinung davon zu überzeugen, dass böse Geheimgesellschaften gewissenhaft demaskiert würden, obwohl sie es tatsächlich nicht werden, war ein weiteres Beispiel für Blown Cover as Cover. Nun, ich gehe da jetzt nicht besonders tief drauf ein, aber jeder, der sich mit diesen Studien beschäftigt, versteht, dass die Illuminaten nichts anderes waren als eine weitere Frontorganisation von den Jesuiten gegründet, hinter denen sie sich verstecken konnten zur Zeit, als sie ja hochgenommen wurden. Und diese bayerischen Illuminaten wurden dann 10 Jahre später, glaube ich, in den 80er Jahren, 1786 oder irgendwas in Bayern hochgenommen, nach dem Motto, sie hätten eine Verschwörung für die französische Revolution dabei entdeckt. Ja, und die französische Revolution, da stand natürlich die Illuminati-Bewegung, die Erleuchtheitsbewegung dahinter. Das ist schon ganz richtig. Aber die Illuminaten sind seitdem nicht vergangen. Es sind immer noch dieselben, die sie gegründet hatten. Die Jesuiten sind die Illuminaten. Und sie waren es von Anfang an. Man darf ja auch nicht vergessen, Ignatius von Loyola kam aus einer spanischen Familie, die auch gelinkt war an die Los Alumbrados, die spanischen Illuminaten in der Zeit. Also ein weiteres Studium neben diesem Lesen des Buches Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, in solchen Richtungen rate ich immer wieder mal an. Nichtsdestotrotz führen alle Wege nach Rom und alle Geheimgesellschaften führen schlussendlich nach Rom. Denn ob es der Top der Illuminaten ist, ob es der Top der Freimaurer ist, es ist jeweils Papa Nero, der schwarze Papst, der ganz oben steht. Unzählige andere Mitglieder der allerheimlichsten Geheimgesellschaft, die es auf der Welt je gegeben hat, also die Illuminaten hier, nun säkularisiert unter der verhöhnenden Zustimmung ihrer Feinde, überquerten den Atlantik. Also wir sprechen über die Jesuiten, nicht die Illuminaten, aber über die Jesuiten hier. Um den Amerikanern durch die schmerzhafte Angelegenheit zu helfen, die erste ausdrücklich febronianisch geplante Nation zu werden, ein bellarminisch-demokratisch-republikanischer Kirchenstaat. Bellarminisch geht zurück auf
Bellarmine, den Kardinal der römisch-katholischen Kirche. Eine fürchterlich dämonische und jesuitische Person. Was für eine großartige Vorstellung, insbesondere aufgrund der völligen Unsichtbarkeit ihrer Hilfsmittel. Könnte Ritchie zusammen mit Carols Freund Mattingly Pläne für ein Ereignis formuliert haben, das zum Ziel hatte, die angefachten Agitationen auf einen Höhepunkt zu treiben, die seit seinem Generalat im Jahre 1758 angefacht worden waren? Könnte er die Durchführung eines spektakulären Ereignisses vorgeschlagen haben in, sagen wir mal, dem Hafen von Boston, das die Frustration der Kolonisten mit England symbolisierte? Und könnte nicht eventuell das Parlament auf dieses Ereignis mit rachsüchtigen Maßnahmen reagiert haben, die dazu dienten, die Kolonisten über die Schwelle der Rebellion zu treiben? Sind nicht 5 Wochen genug Zeit, das Drehbuch für die Boston Tea Party zu schreiben, zusammen mit den harten Maßnahmen, mit denen diese bestraft würde? Außerdem für die Koordination der gewalttätigen Reaktion der Kolonisten auf die Bestrafung? Nun, das Resultat deutet darauf hin, dass Ritchie mehr in seinen 5 Wochen am englischen College tat, als nur in der Kustodie herumzudümpeln. Wir haben gesehen, wie der General vom englischen College durch seinen geheimen Tunnel zum Castel Sant'Angelo, zu den päpstlichen Gemächern im Vatikan, gebracht wurde. Laut der traditionellen Kirchentheorie wurde Lorenzo Ritchie nach seiner Gefangennahme für viele Monate durch die Inquisition befragt. Wer steht denn bitte schön an der Spitze der Inquisition? Erinnert ihr euch? Nachdem Papst Paul III. In 1540 ausrief, »Hoc est digitus Dei«, das ist der Fingerzeig Gottes, mit dem Ignatius Loyola ihm den 4. Eid der Jesuiten, mit dem sie Treue und Vernichtung aller Protestanten und Liberalen im Namen der römisch-katholischen Kirche an den Papst schwören, ja, 2 Jahre später, hatte ich vorgelesen damals, waren die Jesuiten einverstanden, die Inquisition von den Dominikanern überzunehmen. Und jetzt wurde Lorenzo Ritchie nach seiner, zwischen Anführungsstrichen, Gefangennahme für viele Monate durch die Inquisition befragt. Was bringt das denn den eigenen Chef, werden sie ja wohl nicht auf die Streckbank gelegt haben. Ne? Aber die Inquisition wurde, wie ich schon sagte, seit 1542 durch Jesuiten geleitet. Es ist daher auch keine Überraschung, dass die Inquisitoren absolut keine nützlichen Informationen aus Lorenzo Ritchie herausholten. Nun, im Anschluss folgt hier im Buch eine Menge interessante Informationen über die Carrolls, die Carroll-Familie, die ich aber jetzt hier nicht weit austrete. Da lasse ich euch mal euren eigenen Nachforschung über. Aber die Carroll-Familie geht auf Carol Calvert zurück und die waren bereits sehr, 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 sehr reich geworden, durch für den Papst in Irland dafür zu sorgen, dass Irland katholisch wurde. Das war das Werk der Carroll-Familie. Nur mal eine kleine Information am Rande. Aber da könnt ihr sonst mal selber nachforschen. Daniel, John und Charles Carroll. Wir kommen auch später noch auf diese Menschen in diesem Buch zurück. Aber die wirklich tiefergehende Information habe ich jetzt hier aus Herrscher des Bösen nicht übersetzt. Nun, wir sprachen gerade von der Boston Tea Party. Ihr kennt natürlich wahrscheinlich vor allen Dingen die Tea Party als amerikanische sogenannte politische Bewegung, die sich da die letzten Jahre formiert hat. Das hat aber nichts damit zu tun mit der Boston Tea Party, mit der ich hier jetzt spreche. Auf der anderen Seite, diese politische Bewegung ist im Grunde ja auch nur eine verdeckte Organisation, die im Grunde ein anderes Ziel verfolgen als das, was sie öffentlich sagen, wie das immer mit solchen Leuten passiert. Aber in der Geschichte gehen wir jetzt eben mal zurück in die Nacht des 16. Dezember 1773. Dort kletterte eine Gruppe von, zwischen Anführungsstrichen, Indianern auf bestimmte Schiffe, die im Hafen von Boston lagen.
Sie rissen 342 Truhen mit Tee der East India Company auf und warfen ihren Inhalt, der damals 90.000 Dollar wert war, das ist eine ganze Menge in 1773, über Bord. Die Fische konnten jetzt Tee trinken. Nun ja, sie sahen aus wie Indianer und Zeugen dachten, sie wären Indianer, aber das große offene Geheimnis war, dass es sich um Freimaurer in Verkleidung handelte. Und Freimaurer werden geleitet von dem schwarzen Papst. Die vielleicht prägnanteste Aussage über den Vorgang taucht in der New Encyclopedia of Freemasonry vom respektierten Freimaurer-Historiker Arthur Waite auf. Zitat: Die Boston Tea Party war vollständig freimaurerisch und wurde während eines vertagten Treffens der Mitglieder der St. John's Loge durchgeführt. Ende Zitat. Jetzt machen wir nochmal eben einen kleinen Ausflug in eine frühere Geschichte. Das Buch geht hier auch wirklich ein bisschen hin und her. Es ist aber im Grunde nicht schwer zu folgen, aber es ist immer interessant, welche Leute man hier kennenlernt. Am 22. November 1633 setzten zwei Schiffe, die Ark und die Dove, also die Arche und die Taube. Was für eine merkwürdige Namensgebung für diese zwei Schiffe, die in London die Segel gesetzt haben, um nach Amerika zu segeln. Die Arche und die Taube. Tja, irgendein biblischer Bezug, den jemand hier vielleicht sieht? Auf der Passagierliste standen drei Jesuiten, 16 bis 20 römisch-katholische Gentlemen und hunderte überwiegend protestantische Sklaven und Arbeiter, sowie Cecilius Calverts Bruder Leonard. Leonard Calvert war zum ersten Gouverneur von Maryland, Marialand, ja? Da geht es um Maria-Anbetung berufen. Leonard Calvert war zum ersten Gouverneur von Maryland berufen worden. Das war die einzige der 13 amerikanischen Kolonien, die katholisch war. Und die Katholiken hatten damals 25.000 Menschen, die Maryland bevölkerten oder die Amerika, die Kolonien bevölkerten. Und sie machten damit etwas weniger als 1% der totalen kolonialen Bevölkerung aus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man dann sieht, in der weiteren Entwicklung, wie wir in dem Buch auch noch sehen werden, wie Amerika mit Katholiken seitdem überflutet wurde, da sieht man, welcher Geist hinter der Idee stand, diese Nation der sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt zu gründen. Leonard Calvert war zum ersten Gouverneur von Maryland berufen worden. Die Reise der Ark und der Dove wurde spirituell von einem jesuitischen Priester namens Andrew White geleitet. Andrew White, der sowohl in St. Omer als auch in Douai ausgebildet worden war, der 20 Jahre in Portugal, Spanien und Flandern Professor war, wird von der Kirche als der Apostel von Maryland in Erinnerung gehalten. Und dieser jesuitische Andrew White ist der Namensgeber des White House, des Weißen Hauses, das heute immer noch in Washington D.C. steht. Und übrigens, das Land, wo das White House draufsteht, gehörte einem Carroll. Ich kann euch wirklich empfehlen, das Buch The Ark and the Dove von J. Moss Ives zu lesen. Ich werde hier nicht ins Detail gehen. Das Ziel ist, dass ihr das Buch selber lest, wenn ihr wollt. Ich habe das Buch auch nicht gelesen, auszugsweise. Und es ist ein sehr schwieriges, aber auch ein verdammt interessantes Buch. The Ark and the Dove, die Arche und die Taube von J. Moss Ives. Die Strafzeit in Maryland, die sich zur amerikanischen Revolution ausweiten würde, diente dem schwarzen Papsttum vorzüglich, indem es wohlhabende katholische Familien dazu brachte, ihre Söhne über den Atlantik zu schicken, wie zum Beispiel ja passiert mit den drei Carrolls, um das jesuitische Ratio Studiorum in St. Omer zu beginnen. St. Omer liegt heutzutage im Norden von Frankreich, damals Flandern. Tatsächlich besuchten im 18. Jahrhundert mehr Amerikaner St. Omer als Oxford und Cambridge zusammen.
Charles Thompson und die Carrolls. Der vollständige Name der Familie ist Carroll Calvert, wie ich ja bereits angeholt hatte. Charles, Daniel und John, zusammen also mit Charles Thompson, verbrachten diese kritischen Tage der Vorbereitung damit, für die Unvermeidbarkeit des Krieges zu werben. Krieg ist unvermeidbar. So kriegt man die Leute immer mit reingezogen. Es gibt keine andere Option. Diplomatie ist vorbei, Krieg ist unabwendbar. Jetzt kommt aber der interessante Teil von Charles Thompson. Er war nämlich bereits stark investiert in New Jersey's Bedso Furnace. Das ist eine Firma in New Jersey gelegen. Und diese Firma Bedso lieferte Kanonenkugeln, Geschosse, Wasserkocher, Eisenspitzen und Nägel an die Armee über den Kriegskommissar, der alle Exekutivpflichten des Militärdepartements kontrollierte. Der Kriegskommissar war genau der Mann, den Lorenzo Ricci für den Job brauchte. Charles Carroll. Es geschah während des ersten kontinentalen Kongresses, der über die amerikanische Zukunft unter britischer Tyrannei beriet, dass Ganganelli, Antichrist, Papst Clemens XIV., seinen qualvollen Tod starb am 22. September 1774. Unter anderem mit einem berühmten Zitat: Helas, ich wusste, dass ich sterben müsste und dass sie mich, die Jesuiten, dass sie mich umbringen würden oder vergiften würden, aber ich wusste nicht, dass es auf eine so qualvolle und langsame Weise passieren würde. Das Zitat könnt ihr euch gerne raussuchen, ist ein ganz berühmtes Zitat, findet man überall im Internet. Nicht in Deutsch, aber in Englisch. Lautet ungefähr so, wie ich gerade vorgelesen habe. Also, Antichrist Clemens XIV. Starb seinen qualvollen Tod am 22. September 1774. Wenn das Papstamt nicht besetzt ist, so sagt die neue katholische Enzyklopädie, geht die Leitung und die Vormundschaft der weltlichen Rechte des Heiligen Stuhls, das heißt seine Geschäftsangelegenheiten, routinemäßig auf den Schatzkammer der Apostolischen Kammer über. Nun, der apostolische Schatzmeister in den Tagen von Ganganellis Dahinscheiden war Kardinal Giovanni Bracci. Als ein 57-jähriger Aristokrat verarmter Abstammung war Kardinal Bracci ein glänzendes Produkt der jesuitischen Ausbildungsstätten. Das Ratio Studiorum hatte aus ihm einen ausgezeichneten Rechtsanwalt und Diplomaten gemacht. Das sind ja wunderbare Voraussetzungen, um Papst zu werden. Er war apostolischer Schatzmeister, als Rothschild begann, dem katholischen Fürstentum Hessen-Hannover zu dienen und damit, wie ich bereits im Kapitel 17 ja angeholt hatte, die Rothschilds die Hüter des Vatikanschatzes sind. Diese interessante Tatsache macht es möglich, dass der Kardinal und die Rothschilds bereits Jahre in Ritchies Amerika-Projekt involviert waren. Dabei handelt es sich bei Tapasorsi nur um eine Vermutung. Aber was mehr als eine Vermutung ist, ist der Umstand, dass der gesamte finanzielle Reichtum der römisch-katholischen Kirche bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein neuer Papst gewählt werden konnte, niemandem anders als Bracci gehörte. Obwohl es an einer formellen Anwartschaft fehlte, würde Kardinal Bracci als eine Art virtueller Pontifex Maximus für eine der längsten Zeiten päpstlicher Vakanz herrschen, die je aufgezeichnet worden sind. Die Tage der päpstlichen Vakanz, also nach dem Sterben von Clemens XIV., zogen sich hin. 30, 50, 75, 100 und 110 Tage. Schließlich wurde nach fast 5 Monaten der Verwirrung am 15. Februar 1775, am 134. Tag, verkündet, dass Rom einen neuen Papst hat. Der neue Papst war ein Mann, der beiden Seiten der jesuitischen Frage akzeptabel erschien. Er hatte stillschweigend den Anti-Jesuiten versichert, dass er die Auflösung der Jesuiten fortsetzen würde. Jedoch wussten die Pro-Jesuiten, dass er dieses aufgrund der großen intellektuellen, politischen und auch spirituellen Schulden an die Gesellschaft Jesu sehr zaghaft durchführen würde. Also nicht mit einem Stab aus Eisen. Der neue Papst war bestens qualifiziert für das Papstamt, weil er den Heiligen Stuhl zusammen
mit Lorenzo Ricci, dem schwarzen Papst, für die vergangenen 134 Tage geleitet hatte. Giovanni Bracci. Und Bracci nahm den päpstlichen Namen Papst Pius VI. An. Antichrist Pius VI. Giovanni Bracci. Und nun setzte er die große Lawine in Bewegung. Und über diese Lawine lesen wir in Kapitel 19. Das heißt, der Tod und die Auferstehung von Lorenzo Ricci. Ein sehr interessantes Kapitel. Am 19. November 1775 wurde den Offiziellen im Castel Sant'Angelo Folgendes unter Eid dargelegt und von Lorenzo Ricci unterschrieben. Zitat: Die Gesellschaft Jesu, die aufgelöst worden ist, bot keinerlei Grund oder Vorwand für ihre Auflösung. Ende Zitat. Diese letzte offizielle Erklärung von Ricci ist ein Meisterstück der geistigen Vorbehalte, denn in der Tat hatte die Gesellschaft keinen Vorwand oder Grund für ihre Auflösung geliefert und Lorenzo Ricci keinen Vorwand oder Grund für seine Inhaftierung vorgelegt. Die Jesuiten waren aufgelöst und Ricci verhaftet worden, ohne jegliche Nennung eines Grundes. Ergo, ihre Auflösung für alle Ewigkeit war null und nichtig. Die Resultate sollten diesen Fakt bestätigen. Die Gesellschaft Jesu sollte im Jahr 1814 offiziell wiederhergestellt werden. Da ihre Auflösung von Anfang an ungültig war, musste daraus folgen, dass die Jesuiten eigentlich noch existierten, als die weltgrößte verborgene Miliz Christi, Miliz du Christ, MDC. Behaltet das gut, das kommt später in diesem Kapitel noch einmal vor. MDC, Miliz du Christ. Nun, mit anderen Worten muss ich da mal eben einfügen. Ich persönlich, Jörg, bin davon überzeugt, dass die ganze Agenda, die Jesuiten offiziell zu verbieten, eine Täuschung war. Und das ist dasselbe wie mit dem Inhaftnehmen des Papstes, des Antichristen 1798, wo in der Bibel geschrieben steht in Offenbarung 13: Und ich sah eins seiner Häupter, als wäre es zu Tode verwundet. Es war nicht zu Tode verwundet. Ich sah eines seiner Häupter, als wäre es zum Tode verwundet. Und genau da passt eben dieses Verbieten des Jesuitenordens rein. Und noch eine andere Bemerkung, die ich hier einfügen muss. Wir haben ja gesehen, dass mit der Bulle von Papst Clemens des 14. Acredemptor, das ich da vorhin vorgelesen hatte, mit der Bulle, das war eine päpstliche Bulle. Diese päpstliche Bulle wird direkt kanonisches Recht und kann nicht zurückgenommen werden. Und trotzdem wurde mit einer erneuten Bulle 1814 durch den neuen Papst damals, wurden die Jesuiten wieder in ihre alte Form zurück aufgenommen und ihr Orden wurde zurück in Arbeit gesetzt in der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, der eine Papst überschreibt die Bulle eines anderen. Ein weiterer interessanter Punkt, wo man sehen kann, dass Päpste nicht, wie sie behaupten, unfehlbar sind. Nun, in erster Linie wurden Prinzen, Könige und Kaiser dazu gebracht, die Jesuiten zu verbieten. Das hatten wir ja bereits gesehen. Und als Papst Clemens XIV. Die Jesuiten verbannte, dachte die ganze Welt, dass sie jetzt sicher sei. Ey, die Jesuiten sind weg, uns droht keine Gefahr mehr. Was für ein wundervoller Plan. Nun konnte die Gesellschaft wirklich beginnen, säkular zu werden und die säkularen Berufe zu besetzen, ohne verdächtig zu werden, tatsächlich jesuitisch zu sein. Aus demselben Grund gründete der von Jesuiten ausgebildete Adam Weishaupt die Illuminati, wie ich ja bereits angeführt hatte. Eine weitere Frontorganisation, hinter der sich die unterdrückten Jesuiten verstecken konnten. Wisst ihr, welches Problem die meisten Menschen haben, wenn sie diese Dinge lesen oder hören? Um Böses zu tun,
muss man auch selber bösartig sein. Aber wenn man nicht bösartig ist, kann man auch die Motivation dieser Leute nicht verstehen, aus welchem Grund sie tun, was sie tun und wie sie es tun. Und deshalb reden die meisten Menschen, wenn sie mit bösartigen Dingen konfrontiert sind, wie alle jene jesuitischen Machenschaften von Verschwörungstheorien, von Märchen, von Ausgedachtem, von Fiktionen, von Gerüchten etc. Sie können es schlichtweg nicht verstehen, weil sie sich in ihrem Herzen nicht mit dem Bösen identifizieren können. Deshalb unterdrücken sie das Gehörte, schließen ihre Ohren und Augen und mittels Unwissenheit überzeugen sie sich davon, dass es nicht passiert. Denn wenn es wahr wäre, würden sie ihre gesamte Hoffnung verlieren. Und in diesem Punkt kommt Jesus ins Spiel. Denn wir wissen, dass wir Jesus, die Wahrheit und das Leben auf unserer Seite haben. Und wir öffnen unsere Ohren und Augen für das Böse der Welt und erkennen es so, wie es wirklich ist, auf dass wir es aufdecken können. Das Böse in dieser Welt, das Königreich Satans, das sich auf dieser Erde offenbart. Nun fahren wir fort im Buch. Nun waren sie frei genug, die Jesuiten, um ihren römischen Katholizismus mit perfekter Unsichtbarkeit auszudehnen, wobei der Zweck die Mittel heiligt. Niemals vergessen. The end justifies the means. Der Zweck heiligt die Mittel. Wenn am Ende die Kirche der Gewinner ist, wenn es zum Zwecke der Kirche gehört, sind alle Mittel erlaubt. Und sie ihre umfassenden Fähigkeiten in den nutzbringenden Künsten einsetzen, dem Rechtssystem, der Medizin, der Philosophie, dem Bankwesen, den Geisteswissenschaften, im Finanzwesen, im Handel, im Kommunikationswesen, in der Diplomatie, dem Bankwesen, der Spionage und dem Intrigenspiel. Und das gilt nicht nur für 1814 und die Zeit davor, das gilt vor allen Dingen für die Zeit heute. Überall in diesen großen globalen Unternehmen, der Medizin, der Banken, im Finanzwesen, im Kommunikationswesen, da sitzen die Jesuiten am Drücker. Und wenn es kein Jesuit direkt ist, dann ist es ein Malteserritter oder ein anderer päpstlicher Ritterorden, der oben ansteht und das Spiel leitet. Und diese Ritterorden sind wem untertan? Eben, dem schwarzen Papst. Also, ich lese das nochmal eben vor, um das zusammenhängt ein bisschen ohne meinen Kommentar nochmal eben rüberzubringen und dass ihr es gut in euch einwirken lassen könnt. Nun waren sie frei genug, um ihren römischen Katholizismus mit perfekter Unsichtbarkeit auszudehnen, wobei der Zweck die Mittel heiligt und sie ihre umfassenden Fähigkeiten in den nutzbringenden Künsten einsetzen, dem Rechtssystem, der Medizin, der Philosophie, dem Bankwesen, den Geisteswissenschaften, im Finanzwesen, im Handel, Kommunikationswesen, der Diplomatie, der Spionage und dem Intrigenspiel, wobei sie diese alle den beiden Seiten der sich selbst auslöschenden protestantischen Kriegsteilnehmer gewidmet hatten. Zitat: Jetzt ist es gleich, ob er Cassio tötet, Cassio ihn oder beide sich gegenseitig. In jedem Fall werde ich gewinnen. Ende Zitat. Wenn die Gesellschaft Jesu durch ihren angenommenen Tod erobern konnte, könnte nicht ihr General selbiges tun? Ich hoffe, ihr versteht das gut. Wenn die Gesellschaft Jesu durch ihren angenommenen Tod, das Verbieten 1773, wenn sie dadurch in die Lage versetzt wurden, die wirkliche Eroberungsarbeit vornehmen zu können, könnte dann nicht ihr General selbiges tun? Was wäre, wenn Lorenzo Riccis Tod, als er am 24. November 1775 in seiner Zelle im Castel San Angelo, zwischen Anführungsstrichen, starb, nicht mehr Substanz hatte als die Auflösung der Jesuiten selber? Mystikeren niedrigeren Ranges als Ricci es war, die insgeheim die Rosenkreuzer befehligten, waren dafür bekannt, an der Schwelle zu wichtigen Unternehmungen zu sterben und wieder aufzustehen. Und teilweise sogar einen bekannten, öffentlichen, heroischen Tod zu sterben und danach unter anderem Namen
mit einer anderen Maske genau so weiterzumachen. Wenn der General nach Amerika segelte, anstatt aufgebahrt zu sein, dann würde er es nicht als erobernder Held tun, sondern als ein netter, harmloser, namenloser, gelehrter alter Mann, der die meiste Zeit mit Lesen verbracht hat. Und während seines Aufenthalts würde irgendjemand unvermeidbar seine subtile Macht über die großen Patrioten beobachten und darüber schreiben. Nun, das war bis jetzt eben vielleicht Vermutung. Aber genau so eine Person wurde beobachtet und über eine solche Person wurde geschrieben. Und wie Tapassorsi fortfährt, von einer Person zu schreiben, die in der Geschichte als der Professor erwähnt wird, gehen wir jetzt weiter in dieses Thema. Aber diesen Zusammenhang zu vertiefen ist an dieser Stelle nicht sinnvoll und es kann nicht das Ziel einer Zusammenfassung sein, das ganze Buch zu übersetzen. Aber Tapassorsi erwähnt an dieser Stelle erstmals und weiterhin auch später den Professor. Und wir kommen auch später noch auf den Professor zu sprechen, aber nicht so tief, wie Tapassorsi das hier macht, weil wie gesagt, es muss ja eine Zusammenfassung des Buches sein. Ich kann Andreas nicht zumuten, das ganze Buch zu übersetzen. Aber jetzt schauen wir mal eben weiter. Jetzt gehen wir nämlich sprechen über das Flaggenkomitee, The Flag Committee. Aber dort, fährt Tapassorsi fort, wo vom Flaggenkomitee zu lesen ist, lernen wir den Professor kennen, indem wir Folgendes nachlesen können. Hört gut zu. Um geheim zu halten, dass die Amerikaner unter der privaten Flagge einer internationalen Handelsfirma kämpften, nämlich der East Indian Trading Company, die von Jesuiten kontrolliert wurde, stellte der Professor eine plausible Erklärung als Tarnung bereit, die den Massen diese Flagge verständlich machte. Also der Professor tauchte in diesem Flaggenkomitee auf. Wie es dazu kam, lesen wir ein bisschen später. Ich gehe halt auch in diesem Buch ein wenig hin und her, da müsst ihr Verständnis zu haben. Aber es ist sehr interessant zu lesen, wie der Professor jetzt erklärt, wie sie die amerikanische Flagge gestalten wollen. Zitat: Die Unionsflagge des Mutterlandes wurde beibehalten in der linken oberen Ecke unserer neuen Flagge, um bekannt zu geben, dass die Kolonien loyal gegenüber der gerechten und legitimen Souveränität der britischen Regierung sind. Die 13 Streifen sind unmittelbar als Repräsentation der 13 Kolonien zu verstehen, ihre gleiche Breite als Repräsentation des gleichen Ranges, der gleichen Rechte und Verantwortlichkeiten der Kolonien zu verstehen. Die Union der Streifen im Feld der Flagge wird die Union hinsichtlich der Interessen und die gemeinsamen Bemühungen verkünden, die von den Kolonien anerkannt und gemeinsam vorangetrieben werden. Die weißen Streifen werden ein Zeichen dafür sein, dass wir unsere Bedürfnisse als angemessen und vernünftig betrachten und dass wir versuchen werden, unsere Rechte durch friedfertige, intelligente und staatsmännische Mittel zu sichern, wenn diese im Bereich des Möglichen liegen. Da liest man zwischen den Zeilen, wenn das nicht im Bereich des Möglichen ist, dann werden wir nicht friedfertige Mittel auch gebrauchen. Milice du Christ, die Kirche im Krieg, niemals vergessen. Und die roten Streifen ganz oben und unten auf unserer Flagge werden davon zeugen, dass wir als erstes und letztes und zu jeder Zeit die Entschlossenheit, den Enthusiasmus und die Kraft haben, Gewalt anzuwenden, wann auch immer wir es für nötig halten. Der Wechsel zwischen roten und weißen Streifen wird verkünden, dass unsere Gründe für alle Erfordernisse intelligent und heftig sein werden und dass unsere Gewalt zur Sicherung unserer Rechte angemessen und vernünftig sein wird. Ende Zitat. Nun, was er euch nicht gesagt hat, ist, dass das Wir in dem Text sich auf die römisch-katholische Kirche und den Jesuitenorden bezieht. Dies ist an euch hier frei mitgeteiltes esoterisches Wissen. Nun, wenn ihr das Buch gelesen habt, dann erinnert euch vielleicht an einen weiter oben im Text beschriebenen Satz, unten auf der Seite 191. Und da gehen wir jetzt mal eben noch ein bisschen näher auf den Professor ein.
Das war, bevor das Flaggenkomitee zusammentrat. Zitat: Franklin, den kennt er als amerikanischen Gründungsvater, und der Professor verbrachten den Nachmittag damit, in Cambridge umherzulaufen. Als sie zurückkamen, notierte die Hostess, dass, Zitat, beide den erleichterten und selbstbewussten Ausdruck von ernsthaften und entschlossenen Männern hatten, die auf befriedigende Art und Weise ein komplexes Problem gelöst hatten, ein Ausdruck von Siegern, die erfolgreich eine schwierige und gefährliche Situation gemeistert hatten. Ende Zitat. Für mich ist es eindeutig, dass Franklin wusste, wer der Professor war und dass er den Plan des Vatikan und der Jesuiten, die Vereinigten Staaten von Amerika zu gründen, kannte. Und er sowohl über das Esoterische als auch das Exoterische Wissen verfügte. George Washington und Franklin überschütteten die Idee des Professors mit besonderer Zustimmung und unbeschränktem Lob. Das Komitee übernahm formal und einstimmig die Fahne der East India Company, bekannt als The 13 Stripes, also die 13 Streifen, als die allgemeine Flagge, die auch von der kolonialen Armee und Marine anerkannt wird. Kurz vor Mitternacht vertagten sie sich. Indem er so anschaulich Zweideutigkeiten gegenüber beiden seiner Feinde äußerte, machte sich der Professor zum Gott der Verwirrung. Jetzt springen wir eben ein paar Seiten weiter und fahren fort unten auf der Seite 198 in dem Buch. Die römischen Buchstaben, die gleichzeitig auch Zahlen darstellen und die ihr alle kennt von der Dollarnote unten in der Pyramide, steht das drin: MDCCLXXVI. Das Jahr 1776 scheint wirklich ein einzigartiges Zusammenlaufen von Zeit und menschlicher Rebellion im Dienste einer göttlichen Ordination zu sein. Das wird auf unheimliche Weise durch John Adams' Brief bestätigt, den er am 3. Juli an Abigail schrieb, seine Frau. Er vertraute seiner Frau an, dass die Unabhängigkeit im Dezember 1775 hätte erklärt werden sollen. Aber, Zitat aus dem Brief von John Adams an seine Frau Abigail, Zitat: Wenn die Unabhängigkeitserklärung 7 Monate zuvor stattgefunden hätte, wäre diese mit vielen großartigen und glorreichen Effekten einhergegangen. Wenn ich frei schreiben könnte, könnte ich dich einfach davon überzeugen und dir erklären, wie das geschehen wäre. Wenn ich frei schreiben könnte? Warum konnte Adams nicht einmal, das ist jetzt Kommentar von mir, warum konnte Adams nicht einmal in einem privaten Brief an seine Frau freiheitlich schreiben? Weil es in Geheimgesellschaften Dinge gibt, die nur mündlich weitergegeben werden und nicht schriftlich. Er wusste von diesen Geheimnissen und dass er diese niemals niederschreiben könnte. Wenn ihr in diesem Buch über die Kabbala lest, werdet ihr besser verstehen, worum es geht. Aber ich fahre fort mit dem folgenden Textausschnitt auf der nächsten Seite. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Dezember 1775 als Kabbala nicht wirkt. Es gibt keinen Hinweis auf göttliche Bestätigung der rebellischen Menschheit. Ich glaube, das ist der Grund, aus dem Lorenzo Ricci bis 1776 abwartete. Natürlich würde ein gnostischer Jesuit in MDCCLXXVI mehr als gute Zahlen sehen. Also 1500, 100, 150, 10, 10, 5, 1. Er würde die Einbindung eben jener Ursprünge der Gesellschaft Jesu sehen. MDC würde für ihn Miliz du Christ, die Miliz Christi, bedeuten. Die offizielle Klassifikation der Tempelritter und der Gesellschaft Jesu. MDC steht außerdem für Medici, den Familiennamen von Papst Leo X., dessen Degeneration Martin Luther dazu provozierte, die protestantische Bewegung zu kreieren, die wiederum das Bedürfnis nach der Gesellschaft Jesu erzeugte. CLX beschreibt die Ära des Ignatius,
die Historiker seitdem als Jahrhundert von Leo dem X. Bezeichnet haben. Und die letzten drei Zahlen bezeichnen den Namen des Jahrhunderts Leo des X., das 16. Jahrhundert. XVI 1051. Und die Kabbala im Buch geht noch ein bisschen weiter. Aber soweit habe ich das jetzt hier schon mal rausgeholt für euch. Und ist doch ziemlich interessant, wie eben auch solche Dinge alle miteinander zusammenhängen. Und lasst euch gesagt sein, das sind keine Zufälle. Das ist alles bis ins Detail geplant. Aber wegen der Bedeutsamkeit dieses Kapitels werde ich jetzt mit einem großen Teilabschnitt der Seiten 199 bis 200 vorfahren. Da wird es wirklich interessant. Sehr interessant. Wie konnte Lorenzo Ricci fehlen, als es dazu kam, dass die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurde? Muss man sich mich fragen, das kann doch nicht. Der arbeitet sein ganzes Generalat von 1758 darauf hin, die Vereinigten Staaten von Amerika zu gründen und dann fehlt er bei der Unterschreibung der Unabhängigkeitserklärung? Ne, niemals. Wie konnte er, der mehr als 17 Jahre für dieses großartige bellarminische Atmosphäre gearbeitet hatte, nicht an dem aufregenden Ereignis teilnehmen? Nun, es gibt eine Geschichte, die gewöhnlich im Zusammenhang mit dem Professor und dem Flaggenkomitee, haben wir beide schon besprochen, erzählt wird, die einen weiteren mysteriösen Fremden mit einbezieht, der in der Nacht des 4. Juli unerwartet in der gesetzgebenden Kammer des Old State House in Philadelphia erschien. Der Moment war voller Spannung. Die Entscheidung zur Unabhängigkeit war gefallen, aber das Dokument war noch nicht unterzeichnet. Manchen kamen Zweifel über die Risiken. Der Freimaurerhistoriker Manly P. Hall schreibt, Zitat, »Es war ein ernsthafter Moment und nicht wenige der Anwesenden fürchteten, dass ihre Leben das Pfand für ihre Verwegenheit sein würden.« Mitten in der Debatte ertönte eine leidenschaftliche Stimme. Die Debattierenden hielten inne und drehten sich nach dem Fremden um. Wer war dieser Mann, der plötzlich in ihrer Mitte auftauchte und sie mit seiner Rhetorik regelrecht durchbohrte? Sie hatten ihn nie zuvor gesehen. Keiner wusste, wann er den Raum betreten hatte, aber seine große Statur und sein blasses Gesicht erfüllten sie mit Ehrfurcht. Seine Stimme erklang mit heiligem Eifer. Der Fremde bewegte sie bis in ihre Seelen hinein. Seine abschließenden Worte erklangen durch das Gebäude. God has given America to be free. Gott hat Amerika gegeben, frei zu sein. Als der Fremde erschöpft in seinen Stuhl sank, brach wilder Enthusiasmus aus. Ein Name nach dem anderen wurde auf dem Pergament platziert. Die Unabhängigkeitserklärung wurde unterschrieben. Aber wo war der Mann, der die Verwirklichung dieser unsterblichen Aufgabe herbeigeführt hatte, der für einen Moment den Schleier von den Augen der Versammlung nahm und ihnen zumindest einen Teil der großen Absicht offenbarte, zu deren Zweck die Nation konzipiert wurde? Er war verschwunden und wurde weder jemals wiedergesehen noch seine Identität festgestellt. Nun, ich muss euch hierzu eben erklären, wenn man das noch detaillierter lesen möchte, dann muss man das Buch lesen, The Flag of Our Fathers. Da kommt das deutlich hinvor und wird eben auch dieser Professor aufgeführt. Kein Zweifel bei jemandem, der seriös seine Recherchen in dieser Richtung betreibt, dass es sich hierbei um Lorenzo Ricci, um den sogenannten verstorbenen General der Jesuiten handelt, der hier auftaucht und seine Unterschrift auf die Unabhängigkeitserklärung mit draufsetzt, ohne es mit Füller zu machen, ohne es mit Tinte zu machen, aber durch seinen Beitrag, durch sein intelligentes Gespräch und seinen Aufruf »God has given America to be free«. Das ist, wie ein Jesuitengeneral arbeitet. Seid gewarnt. Es handelt sich nur um eine Erzählung, die nicht durch Primärquellen bestätigt werden kann. Wie gesagt, lest das Buch The Flag of Our Fathers, da wird es bestätigt aus mündlichen Überlieferungen. Also nicht schriftlich, das stimmt, aber mündliche Überlieferungen.
John Adams, der gesprächigste unter all den Gestaltern, ließ nicht ein Wort darüber fallen. Aber wir wissen aus Adams eigener Feder, dass den Unterzeichnern ein Maulkorb verpasst worden war. Erinnert ihr euch? Wenn ich frei schreiben könnte, hatte er Abigail in dem Brief mitgeteilt, der auf den 3. Juli datiert war, könnte Manly P. Hall diese Geschichte durch die gut abgeschirmte freimaurerische mündliche Überlieferung erreicht haben? Könnte der Fremde, dessen Stimme mit heiligem Eifer erklang, der Professor gewesen sein? Lorenzo Ricci? Könnte der wilde Enthusiasmus, mit dem die Gesetzgeber die Erklärung unterschrieben, gar nicht das Ergebnis von Ritchies aufmunternden Worten, sondern von der Enthüllung von Dokumenten aus dem Eichenholzschrank, Dokumente, die der Stellvertreter Christi auf Erden als der verborgene höchste Befehlshaber der Freimaurerei leicht beschaffen konnte, die eine Zusage enthielten, dass die Unterzeichner vom internationalen Finanznetzwerk für ihr Handeln entschädigt werden würden? Mein Verstand, der über ein wachsendes Wissen darüber verfügt, wie die größten der geheimen Krieger kämpfen, hat kein Problem damit, an diese Version der Geschichte zu glauben. Denn sie ist vollständig konsistent mit der Gründung einer febroinianischen Union von 13 protestantischen Kolonien, die dazu bestimmt sind, durch die föderale Stadt mit dem Namen Rom regiert zu werden. Eine Stadt gelegen innerhalb des Bischoftums, also der Diözese von Baltimore, unter dem Schutz der Schirmherren der Gesellschaft Jesu, der Jungfrau Maria, der Königin des Himmels. Einer der faszinierendsten Hinweise darauf, dass die Vereinigten Staaten von der Kirche im Krieg, Regimini Militantis Ecclesiae oder Milice du Christ, gegründet wurden, liegt im Siegel dieser neuen Republik. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, ist das Siegel juristischer Beweis, dass Amerikas Gründungsväter in Wirklichkeit Priester Roms waren. Damit werde ich dann fortfahren in Kapitel 20. Da warte ich noch auf die Übersetzung von Andreas und das wird dann der 8. Teil von Herrscher des Bösen, Rulers of Evil sein. Ich hatte mir zu Anfang nicht vorgestellt, dass es so viele Teile geben würde, dieses Buch zusammenzufassen. Und ich weiß, was ich Andreas für eine Arbeit zugemutet habe mit den Zusammenfassungen, die ich ihm geschickt habe, der letzten Kapitel. Aber ich kann nicht darauf warten, euch das alles in Deutsch zu erzählen. Und ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir hier zwar amerikanische Geschichte lesen, und wenn ihr diese Lesung gut verfolgt, oder wenn ihr selber des Englischen mächtig seid, und ihr könnt euch das Buch selbst reinziehen, wollte ich gerade sagen. Ihr könnt das Buch selbst lesen, Rulers of Evil. Dann wisst ihr mehr Geschichte als 90% der Amerikaner selber. Aber es geht nicht nur um Amerika. Es geht um die verborgene Arbeitsweise der römisch-katholischen Kirche, die sich unter dem spirituellen Mantel verbirgt, die eigentlich immer noch das heidnische, römische, politische Reich ist. Es geht um die politische Arbeit des Vatikan. Es geht um die politische Arbeit, wie die Jesuiten darin involviert sind. Und das, meine Lieben, betrifft uns in Deutschland und betrifft uns in Europa ganz genauso wie hier, der Basis der Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt überlegt euch mal, ihr seht in dieser Lesung, der Zusammenfassung des Buches Herrscher des Bösen, wie die Amerikaner beschissen, belogen und betrogen wurden von Anfang an, wie ihnen gelehrt wird, wie ihr Land sozusagen von tollen Protestanten gegründet wurde und alles drum und dran und wie schick und Halleluja und bla 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 das alles ist. Friede, Freude, Eierkuchen. Und was erzählt man uns in Deutschland? Mehr als Grund genug, sich darum zu kümmern, was sie mit Deutschland gemacht haben. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und mit welcher Propaganda sie dafür gesorgt haben, dass den Deutschen ein Schuldgefühl aufgedrückt wurde, von dem wir heute noch leiden. Lügen, die aufgedeckt werden, wenn man wirkliche Geschichte studiert, wenn man Bücher wie Herrscher des Bösen liest
Und nicht zu vergessen, die Bibel. Immer an erster Stelle daneben. Das Wort Gottes. Weil was auch immer in dieser Welt passiert, uns als Christen sollte das nicht so sehr berühren. Wir wissen, dass unser Heil nicht auf dieser Erde liegt. Denn Jesus sagte schon, mein Königreich ist nicht von dieser Erde. Wäre mein Königreich von dieser Erde, dann würden meine Menschen für mich kämpfen. Aber mein Königreich ist nicht von hier. Und bis er zurückkommt, müssen wir ihm hier die Treue halten. Und wir können ihm leichter die Treue halten, wenn wir unsere Geschichte kennen, wenn wir unsere wirkliche Abstammung kennen, wenn wir wirklich wissen, wo wir herkommen, dann begreifen wir, warum wir hier sind und dann begreifen wir, wohin wir gehen. Und diese wirkliche Geschichtslehre, unter anderem mit dem Buch Herrscher des Bösen, hilft uns, eine klarere, deutlichere, verständnisvollere Sicht auf das Heute zu bekommen und auf die letzten, je nachdem wie alt wir sind, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre, die wir bereits gelebt haben auf dieser Welt, und die Dinge in ein anderes Licht zu setzen und auf einmal zu verstehen, dass das Ratio Studiorum uns nur ein Theater vorspielt und wir begreifen müssen, dass wir auf die Menschen dahinter Zugriff haben müssen, dass wir hinter die Kulissen schauen müssen und sehen, wer die Fäden an den Puppen zieht, die uns im Fernsehen und sonst überall auf der politischen Bühne und überall sonst vorgesetzt werden. Wenn wir das nicht sehen, dann sind wir verloren, dann verstehen wir gar nichts. Und deswegen ist Geschichtsstudium so wichtig. Jeder sagt immer, ja, Geschichte wiederholt sich, Geschichte wiederholt sich. Aber wenn ich Geschichte nicht kenne, wie kann ich dann die Wiederholung der Geschichte erkennen? Ein bisschen was zum drüber nachdenken. Also, Kapitel 18 und 19, Herrscher des Bösen, hatten wir gesehen. Und ich freue mich auf den nächsten Teil. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Schöne Tage, schöne Wochen, wie lange es auch immer dauert. Gott schütze und segne euch auf allen euren Wegen. Und vergesst nie, Jesus ist die Tür. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Das, was hier in diesem Buch gelehrt wird, ist interessantes Wissen. Aber es ist nichts, was uns Erlösung bringt. Erlösung bringt uns nur Jesus Christus. Damit schließe ich ab. Jörg von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, Joggler 66, meldet sich ab. Und bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch und segne euch. Bis dann. Tschüss.